Hallo und herzlich willkommen im Wald. Habe versucht, ein möglichst unbeeinflusstes Plätzchen von Lichtschwankungen zu finden. Ist aber schwierig bei niedrigem Sonnenstand und eben entsprechend belaubten Walde. Ich habe leider mein Richtmikrofon vergessen. Wir müssen also mit den Störgeräuschen, die es so gibt, leben. Insbesondere diesen fiesen, blöden Vögeln da drüben, die in ihrem Nest hocken und ständig nach ihren Eltern schreien müssen und mir jetzt schon, seit ich hier hocke, auf den Keks gehen. Immer diese fröhlichen Vögel, ne? Jetzt bringt ihnen doch bitte endlich was zu essen. Heieieiei. So, ich möchte mal folgendes kleines Geschichtchen erzählen. Es war einmal ein kleines Dorf in Brandenburg, das hieß Niederfino. Und zu diesem Dörflein gab es einen Kanal, also den gibt es immer noch und das Dorf übrigens auch, aber das klingt in der Vergangenheitsform einfach besser. Und in diesem Niederfino-Kanal, da gab es Schleusen. Und diese Schleusen waren in einer recht traditionellen Art und Weise errichtet. Zum Beispiel waren die Schleusentore noch vollständig aus Holz, ne? Nichts mit Stahl oder irgendwie sowas, sondern schöne alte Holztore. Die wurden auch mittels Kurbel bedient und es gab tatsächlich nicht besonders gut bezahlte, aber doch tatsächlich Leute, die diese Schleusen betrieben haben und jeden da durchgeschleust haben, der da eben entsprechend mit einem Wasserfortbewegungsmittel durch wollte. So, und vor schätzungsweise ungefähr einem halben Jahr ergab es sich, dass bei einem dieser Schleuseprozesse nicht nur ein Boot durchgeschleust wurde, sondern leider auch ein kleines sympathisches Tier mit eingeschleust wurde. So, und als die Schleuse wieder aufging und das Boot rausgefahren ist, hat es das kleine sympathische Tier leider nicht rausgeschafft. Vielleicht war es gerade irgendwo abgelenkt, wir wissen nicht wieso. Ja, das Problem war jetzt allerdings, dass das kleine sympathische Tier keine Lust hatte zu warten, bis am nächsten Tag das nächste Schiff kommt und die Schleuse wieder aufmacht und die nächste Möglichkeit besteht, um eben die Schleuse durch das Tor zu verlassen. Denn leider handelt es sich bei dem kleinen sympathischen Tier um ein Ultratier mit krassen Fähigkeiten. Muss man schon wirklich so sagen. Also, was das Viech drauf hat, das ist schon bemerkenswert. Ja, also das würde ich auch gerne können, wäre praktisch. Jedenfalls, über Nacht hat sich dann der Herr Biber oder Frau Biber, das wissen wir nicht, gedacht, ja Mist, jetzt hocke ich hier drin, aber dieses blöde Schleusentor, das ist ja gerade mal, weiß nicht, 20 cm dick. Ja, lächerlich, wenn man Biber ist. Und am nächsten Morgen hatte es dann ein schönes großes Loch. So, das Problem war jetzt halt, dass dadurch auch ein entsprechender wirtschaftlicher Schaden entstanden ist. Das musste ja erstmal repariert werden. Bei solchen alten traditionellen Schleusen, habe ich mir sagen lassen, ist es natürlich nicht so einfach, an Ersatzschleusentore zu kommen. Die liegen jetzt nicht gerade in Vorratshaltungen überall auf den Dörfern rum. Und das hat eine Weile gedauert, bis da eben also ein neues reingeschafft bzw. gebaut worden ist. Und so lange lag der Schiffverkehr in dem besagten Kanal dann halt eben still, was auch dazu geführt hat, wir haben sie noch angetroffen, bei dem Moment, als sie losgefahren sind, also rausgefahren sind, jetzt endlich. Ein halbes Jahr lag vor Anker, weil es nicht weiter ging, weil Schleuse kaputt. Ein norwegisches Paar, bisschen älterer Art, die dann mit ihrem entsprechenden Boot auf der Oder und eben auf dem Niederfino-Kanal unterwegs gewesen sind und dann endlich aufbrechen konnten, als wir da auch durchgekanut sind, also gepaddelt. Ne? Lustig war's, das wollte ich nur kurz zum Besten geben. Und da man ja aus dieser Geschichte schließen kann, dass es da wohl auch irgendwie Biber gegeben haben muss, ne, habe ich die Gelegenheit auch genutzt und habe ein paar Fotos gemacht, von nicht direkt vom Biber, sondern eher mehr von den Hinterlassenschaften des Bibers und den Baumaßnahmen des Bibers. Denn wesentliche Eigenschaft des Bibers, meines Wissens, gibt es genau zwei Tiere in Mitteleuropa, die in der Lage sind, ihren Lebensraum ihren jeweiligen individuellen Bedürfnissen anzupassen. Das eine sind wir und das andere ist der Biber. Ja? Also natürlich kann man jetzt kleinräumig auch sagen, dass selbstverständlich auch eine Ameise beispielsweise in der Lage ist, massive Erdbewegungen zu leisten, wenn man bedenkt, wie winzig die ist und diese gigantischen Ameisenhaufen eben entsprechend zu errichten und solche Sachen, das ist ja auch beeindruckend, ja, keine Frage. Aber das tatsächliche Ausmaß
der Lebensraumveränderung durch eine Biberfamilie in einem biberreichen Gebiet, das ist schon massiv. Und ein Naturfluss ohne Biber und ein Naturfluss mit Biber, die unterscheiden sich wirklich massiv auch in ihrer kompletten Ökologie. Es entsteht also ein ganz anderes Ökosystem mit Biber als ohne Biber. Und der Biber ist wirklich eine zentrale Art, ohne die ein bibergeprägtes Ökosystem einfach nicht möglich ist. Und dazu muss man jetzt sagen, ist ein bibergeprägtes Ökosystem denn wünschenswert? Ich würde sagen ja, da es generell eine viel höhere Artenzahl aufweist als ein nicht bibergeprägtes wassernahes Ökosystem, eine höhere Diversität verschiedener Fließgeschwindigkeiten im Gewässer, damit mehrere verschiedene Möglichkeiten für eben entsprechend wasserlebende Tiere, insbesondere die Arthropodenfauna, also die ganzen Insekten, jedenfalls die nehmen massiv zu, auch sonstige Wirbellose nehmen massiv zu, wenn der Biber da ist und seine Bibertätigkeiten so durchführt. Fische, manche Fische haben ein bisschen Schwierigkeiten, andere Fische profitieren wieder. Generell kann man sagen, für junge Fische gut, für erwachsene Fische teilweise schwierig, weil die ja von A nach B wollen. Die wollen ja ziehen, um irgendwo anders eben entsprechend abzuleichen. Für junge Fische toll, weil der Biber ja diverse Versteckmöglichkeiten mit seinen Baumaterialien, also seinen Zweigen, die er irgendwo verbaut und so weiter, tolle Versteckmöglichkeiten für die jeweiligen Fische zur Verfügung stellt. Netto kann man also schon von einer Aufwertung des Lebensraums sprechen, auch wenn einzelne Arten teilweise dann doch eher leiden unter dem Biber als andere. Natürlich fällt er auch Bäume, das ist glaube ich allgemein bekannt, das verrate ich jetzt auch nichts wahnsinnig Überraschendes. Das führt selbstverständlich dann wiederum dazu, dass der Wald bis zu einem gewissen Grad ein wenig leidet. Aber so ein Biber ist jetzt nicht besonders schnell zu Fuß. Das heißt, der geht ungern weit weg vom Wasser. Weil schwimmen kann er gut, laufen kann er auch, aber macht er halt nicht so gerne, fühlt er sich ein bisschen unwohl. Deswegen haben wir um ein Gewässer, wo der Biber drin hockt, einen 10-Meter-Gürtel. 97% der Aktivitäten des Bibers finden innerhalb eines 10-Meter-Gürtels um ein Gewässer, in dem er hockt, entsprechend statt. Und in diesem 10-Meter-Gürtel wächst normalerweise sowieso überwiegend Weide, teilweise noch ein bisschen Erle und so weiter. Und das sind beides Arten, die sehr, sehr gut befähigt sind zum Stockausschlag. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist es für die Weide wirklich so schlimm, wenn sie hin und wieder mal vom Biber gefällt wird? Erstens entwickelt sie dadurch eine stärkere Durchwurzelung. Das ist deswegen gut, weil dann auch die Uferräume vor Erosion geschützt werden. Stark durchwurzelter Boden ist weniger anfällig, abgetragen zu werden, insbesondere durchs Wasser. Was dann wieder wichtig ist, wenn da zusätzliche Kanäle, Stauseen und sonst was entsteht und plötzlich Wasser wo ist, wo vorher keins war und woanders, wo vorher welches war, jetzt plötzlich keins mehr ist, weil der Biber halt alles so umbuddelt, wie es ihm passt. Und das ist dann eigentlich ganz gut, wenn dann zusätzlich die Weiden noch gefällt werden, um ein stärkeres Wurzelwerk zu entwickeln. Und so ein Biber, der transportiert ja gerne mal so irgendwelche Ästchen im Wasser durch die Landschaft, ne, um sie dann unter anderem in seiner Burg zu deponieren, um Futter für den Winter zu haben, dem entgeht auch mal ein Ast. Und da die Weide ja genau das möchte, die möchte ja abgebrochen werden. Es gibt da zum Beispiel die Bruchweide. Ja, die heißt nicht umsonst so, die ist relativ fragil. Das ist gut, weil dann kann bei starkem Wind, bei starkem Wasser, bei starker Strömung wunderbar was abgerissen werden, wegtreiben, irgendwo anders liegen bleiben und dann per Stockausschlag bzw. sekundäre Bewurzelung dessen, was da gelandet ist, kann sich die Weide dann da wieder eben entsprechend Fuß fassen und da dann wieder wachsen und sich so eben entsprechend vermehren. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch, wenn sie vom Biber abgeknabbert wird. Also so ein Biber hat viele, viele positive Einflussfaktoren auf sein Ökosystem. Das Problem ist wirtschaftlicher Art, schlicht und ergreifend. Ja? Weder der Förster noch der in der Nähe sich, derjenige, der in der Nähe einen Acker hat mit irgendwelchen Nutzpflanzen drauf oder gar irgendwelche Obstbäume oder sonst wie, hat viel Spaß dran, wenn der Biber kommt und sich das dann alles eben entsprechend einverleibt. Die Schäden an der Landwirtschaft, ne, dass der Biber mal meinetwegen auch am Mais knabbert.
Das kann man wirklich vernachlässigen. So ein Biber ist zwar kein kleines Tier, aber so massiv in solchen Mengen und Stückzahlen tritt er jetzt auch nicht auf, dass er ganze Maisfelder vernichtet. Das geht. Ne? Also da halten sich die Proteste der Landwirte in Grenzen. Was der hingegen mit einem Wald anstellen kann, insbesondere wenn es ein Privatwald ist, der sowieso nur ein paar Hektar groß ist oder noch weniger, und dann leider größtenteils am Wasser gelegen, und dann kommt der Biber und macht den kompletten Wald platt, weil früher oder später tut er das. Ja, das ist natürlich dann weniger schön für denjenigen, dem der entsprechende Wald dann gehört. Da muss man dann irgendwelche politischen Maßnahmen ergreifen, um dann für den Schaden durch den Biber zu entschädigen, beziehungsweise hier und da muss dann auch mal ein Biber entnommen werden, wie der Fachmann sagt. Dazu kommen wir aber später noch. Das war jetzt irgendwie so mal ein bisschen einführende Worte. Noch eine Sache einführender Art. Inzwischen ist der Biber wieder relativ häufig. Also der Naturschutz bezüglich Biber hat hervorragend funktioniert. Dazu noch mal eine ganz kurze Anekdote. Wir müssen ja bei Naturschutz klassischer Art unterscheiden, je nach Situation, wo der gut ist oder wo der nicht gut ist. Zum Beispiel nichts bringen tut er bei Arten, die deswegen gefährdet sind, weil ihr Lebensraum knapp wird. Das sind zum Beispiel die allermeisten Insekten. Das sind die allermeisten Singvögel. Ja? Denen geht es nicht scheiße, weil sie von uns ständig gejagt werden. Ne? Es ist nicht so, dass Leute mit der Schrotflinte im Wald rumrennen und seltene Vögel von den Bäumen schießen. Wenn man das dann verbietet, sollte man meinen, es geht dem Vogel besser. Ist aber nicht so, weil das war nicht das Problem. Das Problem war, die haben keinen Lebensraum mehr. So, und dann gibt es natürlich Arten, bei denen liegt die Seltenheit bzw. das Ausgestorben bzw. ausgerottet werden von den Tieren tatsächlich daran, dass sie einfach zu sehr von uns bejagt werden. Und zu solchen gehört der Biber. Zu solchen gehört im Übrigen auch der Wolf, der kommt ja jetzt auch wieder, jetzt wo ihm keiner mehr was tun darf. Also bei Wolf und Biber oder auch bei Luchs und auch bei der Wildkatze, das sind alles so, ja, bei der Wildkatze ist es auch mehr so Lebensraum. Ja, beim Luchs auch so zum Teil auch wieder mehr Lebensraum. Aber anteilig auch die Bejagung und die Tatsache, dass ihn keiner haben wollte. Und jetzt kaum sind die geschützt, kommen die wieder. Das funktioniert leider halt nur bei großen Tieren und nicht bei irgendwelchen wichtigen, mindestens genauso wichtigen fürs Ökosystem wichtigen Insekten beispielsweise. Ja? Da kannst du nicht sagen, du darfst jetzt keinen Mistkäfer mehr zertreten und plupp, tauchen plötzlich wieder überall Mistkäfer auf. Mistkäfer sind nicht bedroht, aber Hirschkäfer beispielsweise. Ne? Beim Biber hat es jedenfalls funktioniert und das möchte ich auch noch vorwegnehmen. Wir haben in den letzten Jahren, noch nicht mal 10 sind es, da gab es mal eine Biberzählung, ich glaube von 2006 bis 2016 war die, glaube ich, irgendwie sowas, oder 2014, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls hat sich in dieser Zeit die Biberpopulation verdreieinhalbfacht, von 1000 auf 3500 Tiere. Ich glaube, das war das Deutschland oder war das Bayern? Weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls in definiertem Gebiet das dreieinhalbfache innerhalb weniger Jahre. Also der Naturschutz bezüglich Biber, der funktioniert wirklich hervorragend. Und um den Biber und auch um die Zukunft des Bibers, ja, müssen wir uns dahingehend, insbesondere in den Kernbibergebieten Deutschlands, das wäre Bayern, da gibt es am meisten Biber, wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Im Gegenteil, in Bayern wird immer wieder diskutiert, schon seit langem. Inzwischen muss man aber fast das irgendwann mal wirklich durchsetzen, finde ich. Also befürchte ich eher. Aber es würde schon Sinn machen, dass der Biber tatsächlich ins Jagdrecht wieder aufgenommen wird. Also als jagbare Tierart, die nicht nur drin steht im Sinne von, ja, steht halt drin, aber darfst du sowieso nicht jagen, sondern die auch eine aktive Jagdzeit bekommt, dass man meinetwegen, keine Ahnung, einen Monat oder 6 Wochen oder von mir aus auch 8 Wochen im Jahr tatsächlich den Biber dann auch aktiv bejagen darf, weil da so viele Biber sind, dass das langsam zu einem Problem wird. Ne? Es findet ja auch eine aktive Entnahme des Bibers statt, momentan aber nur per Sondergenehmigung und von besonders geschulten Fachkräften, die den dann meistens per Lebendfalle fangen und dann möglichst schmerzfrei entsorgen, in Anführungszeichen. Also ich halte nicht viel von sowas. Ich halte eine Entnahme tatsächlich durch Beschuss direkt aus dem Lebensraum raus, unvorbereitet, ohne dem Tier vorher zusätzlichen Stress durch Gefangenwerden und so weiter und so fort zuzufügen, halte ich persönlich für besser. Aber da kann man sich wunderbar drüber streiten. Ne? Ganz wunderbar. Gut, jedenfalls der Biber. Der Biber ist ein krasses Nagetier.
Er ist das, neben dem Wasserschwein, das zweitgrößte Nagetier der Welt tatsächlich. Nur das Wasserschwein ist noch größer. Ich weiß gar nicht, wo das vorkommt. Ich habe es nun gelesen, dass das Wasserschwein noch größer ist. Er ist mit Abstand das größte Nagetier Europas. Und ja, ist ziemlich krass. Ne? Wird bis zu 30 Kilo schwer. Das ist gar nicht so selten, dass der tatsächlich dann auch mal 30 Kilo wiegt. Übrigens das Weibchen, nicht das Männchen. Die weiblichen Biber sind ein kleines bisschen größer als die männlichen. Was einfach daran liegt, dass sie mehr Kapazitäten zur Energiespeicherung haben müssen, weil sie ja logischerweise als Säugetier fürs Säugen der Jungen zuständig sind. Und das führt dazu, dass das eigentlich eine ganz sinnvolle Maßnahme ist. So, ja, was kann jetzt so ein Biber? Machen wir mal Biberphysiologie, also quasi die Features vom Biber. Der ist nämlich ziemlich krass. So, zunächst mal, der Biber ist eins der Säugetiere mit der, vielleicht ist es sogar das mit der dichtesten, aber zumindest ist er ganz weit vorne dabei bei der Frage, wer hat am meisten Haare pro Quadratzentimeter. Also viel haariger als ein Biber geht nicht mehr. Der hat nämlich ca. bis zu 23.000 Haare pro Quadratzentimeter. Stellt euch das mal vor, 23.000 Haare pro Quadratzentimeter. Da würde unser eins auch lustig aussehen, wenn das so wäre. Das sieht man jetzt nicht. Also der sieht jetzt gar nicht so kuschelig aus. Der sieht eher ein bisschen borstig aus, wenn man ihn sich optisch anguckt. Das liegt einfach daran, dass diese ganz feinen Isolierhaare unter den Grannenhaaren verborgen sind. Das sind dann diese eher etwas dickeren, nach außen abstehenden Haare, die wir dann auch sehen können. Der hat also noch ein Unterfell und diese Grannenhaare dienen dazu, quasi als wasserdichte Hülle für das Unterfell, damit das gar nicht erst nass wird und er auch nicht friert. Ja, muss kurz überlegen, machen wir mal schnell einen Schnitt an dieser Stelle. Ja, ich habe beschlossen, ich beschreibe mal den Biber von vorne nach hinten. So, die Bibernase ist das vorderste Teil, was der Biber so hat. Also man könnte den Biber ja eigentlich fast als Amphibiensäugetier bezeichnen. Ne? Also der hat so eine subaquatische Lebensweise. Er ist meistens im Wasser, er muss aber nicht im Wasser sein. Er mag auch gerne mal auf dem Trockenen sitzen. Er wohnt auch im Trockenen, braucht aber einen sehr wasserhaltigen und wassernahen Lebensraum. Viele Teile seines Lebens vollziehen sich im Wasser. Aber er ist schon ein klassisches Säugetier im Sinne von, er ist sein Leben lang Lungenatmer und entwickelt nie irgendwie Kiemen, irgendwas in irgendwelchen früheren Stadien. Weil Amphibien sind ja dadurch gekennzeichnet, dass sie in einem juvenilen Stadium, also Larve, wenn man so möchte, noch Kiemen haben und dann erst später im adulten, also ausgewachsenen Stadium zum Lungenatmer werden. Das ist beim Biber natürlich nicht so. Trotzdem ist er ein ganz ausgesprochen sehr mit dem Wasser verwurzeltes Tier, das aber auch an Land leben kann. Also ist Amphibie eigentlich, finde ich, ganz passend, auch wenn es rein von der Definition her natürlich nicht so ist. So, als solcher weist er halt eben jede Menge körperliche Anpassungen an seinen Wasser- und gleichzeitig Landlebensraum und seine spezielle Art und Weise zu leben und zu bauen auch, weil das ist ja wirklich was, was im Tierreich äußerst selten ist, weist er entsprechende Anpassungen auf. Und wir haben ja gesagt, wir fangen bei der Nase an. Da werden wir zunächst mal sehen, die ist relativ groß. Also die Nase Fläche, ja? Nicht nur die lange Schnauze. Zum Beispiel ein Wolf kann gut riechen, weil er zwischen Nasenspitze und Gehirn relativ viel Nasenkanal hat. Heißt, in diesem langen Riechgang haben auch jede Menge Geruchsrezeptoren Platz und da hat er also einfach viel Fläche, mit der er Geruchspartikel eben entsprechend wahrnehmen kann, aufnehmen kann und deswegen riecht er gut. Ne? Der Biber, bei dem ist das auch durchaus ein relativ langer Weg von Naseneingang bis entsprechend Gehirn, da ist auch massiv Geruchswahrnehmungsmöglichkeit vorhanden und der Biber riecht auch gut, aber interessant ist auch die große Fläche der Nase, die er da vorne hat, einfach flächenmäßig relativ große Nase, das liegt daran, dass er da auch ein, ja, so ein bisschen wie die Tasthaare bei anderen Nagetieren, die damit eben testen können, komme ich da noch durch, bewegt sich da was, kann ich mich hier im Dunkeln noch eventuell fortbewegen, stoße ich es gleich irgendwo dran und so weiter. Sowas hat der Biber in dem Sinne jetzt nicht so, aber der hat stattdessen Strömungsmessfühler im Nasenbereich. Ja? Damit kann er sich also auch bei Dunkelheit im und unter Wasser anhand der Wasserströmungen orientieren, wissen wir inzwischen. In irgendeiner Form
ist er in der Lage, sich erstens genau wahrzunehmen, woher strömt das Wasser, gibt es hier verschiedene Strömungen, gibt es hier Druckunterschiede und so weiter und so weiter. Das ist also sehr, sehr sensitiv, dieses ja, Organ möchte ich dazu nicht sagen, aber dieser Mechanismus, den er da hat. Und außerdem hat er dann zusätzlich eben noch die Möglichkeit, sich das irgendwie räumlich so zu vergegenwärtigen durch diese Strömungen, dass er sich damit wirklich sehr gut orientieren kann. Weil sehen tut er, wenn es dunkel ist, auch nicht viel. Ein bisschen besser als wir schon, aber nicht wirklich, weil er nur sehr, sehr, sehr kleine Augen hat. Außerdem kann er die Nasenlöcher zumachen, flupp, wenn er tauchen möchte. Auch sehr praktisch, können wir nicht, ist immer ein bisschen schwierig. Insbesondere als ich noch klein war, hatte ich immer wahnsinnig Schwierigkeiten mit Tauchen ohne Taucherbrille, also die, wo die Nase dann halt mit drin ist, ne? Konnte ich eigentlich nicht tauchen, weil ich immer wahnsinnig Angst in Anführungszeichen, oder es einfach nicht haben konnte, wenn ich Wasser in die Nase kriege. Inzwischen geht das auch, aber das wollte ich überhaupt nicht haben und wäre dann gerne ein Biber gewesen, der da halt zumachen kann. So, des Weiteren fangen wir mal, jetzt haben wir die Nase, dann gehen wir mal hoch zu den Augen. Biberaugen mögen klein sein, aber interessant ist erstmal die sehr hohe Lage am Kopf. Das liegt einfach daran, dass wenn er schwimmt, er immer oben rausgucken kann, dass er mit den Augen im normal schwimmenden Zustand, im entspannt schwimmenden Zustand, also nie unter Wasser ist, sondern schön gucken kann, was geht denn oben eigentlich so ab, kommt da möglicherweise der Feind oder so. Außerdem hat er dadurch, dass er ja gerne Zweige durch die Gegend transportiert und auch gerne mal sich eben im Unterhalsholz aufhält, eine verstärkte Hornhaut. Der hat also gepanzerte Augen quasi, weil das wohl irgendwie sinnvoll ist, weil er sonst dann dauernd einen Zweig reinbekommt und so weiter. Dadurch, dass die auch noch klein sind, ist es halt einfach auch eine geringe Angriffsfläche, wo er sich theoretisch verletzen könnte. Und wenn er taucht, hat er noch so eine zusätzliche Haut unter der eigentlichen, ne, unter dem eigentlichen Augenlid, hat er noch mal eine zusätzliche Haut drunter, die er fürs Tauchen noch mal zusätzlich drüber klappen kann. Er hat sozusagen eine Taucherbrille. Finde ich sehr, sehr, sehr cool, wie sehr angepasst dieses Vieh eigentlich ans Schwimmen und ans Wasserleben ist. Gehen wir ein Stückchen tiefer. Da finden wir den Biberkiefer. Wenn man sich mal im Biberschädel anschaut, und ich glaube, ich darf aus Zitatgründen ausnahmsweise mal dieses Bild hier kurz in die Kamera halten. Ihr seht, das ist ein wahnsinnig massiver Unterkiefer zur Gesamtschädelgröße. Ja? Da soll ja auch noch ein Gehirn drin sein. Hier oben nochmal auch der relativ fette Oberkieferbereich und der sehr flache Kopf. Und dann hat er auch so gut wie keinen Hals. Das ist dafür da, dass die Nackenmuskulatur direkt am Kiefer ansetzen kann. Und er einfach also seine komplette Muskulatur, die komplette Kaumuskulatur direkt auf den Kiefer übertragbar ist, weshalb der eine Mordskau- und Beiß- und Nagekraft eben entwickeln kann. Das muss er ja auch, wie wir wissen, der fällt Bäume, beziehungsweise macht Schleusentore kaputt. Also schon sehr faszinierend. So ein Biber hat gerade mal 20 Zähne. Auf beiden Seiten, jeweils 4 Zähne, macht insgesamt natürlich 16 plus 4 Nagezähne, also insgesamt 20 Zähne. Ein deutlich, deutlich reduziertes Gebiss zu der maximal möglichen Zahl von, ich glaube, 46 Zähnen, die ein Säugetier haben kann. Das Wildschwein hat so viele. Ich bin mir nicht, ob 46 oder 44 sind, aber jedenfalls, das Wildschwein hat ganz massenhaft Zähne. Der Biber hat weniger als die Hälfte der möglichen und ist halt wirklich ausdrücklich spezialisiert auf seine Nagezähne. Dann kommen wir auch zu den Schneidezähnen, die sind nämlich besonders wichtig, also die Nagerzähne. Davon hat er eben, wie gesagt, gerade erwähnt, 4 Stück. Nagerzähne haben eine ganz große Besonderheit im Tierreich. Sie haben nämlich keine Zahnwurzel. Also alle anderen Säugetiere haben Zähne mit Wurzel, wir auch. Und die anderen 16 Zähne, neben den Nagezähnen, die der Biber noch hat, haben auch eine ganz normale Wurzel und sind eigentlich als ziemlich, ziemlich stark sogar mit menschlichen Mahlzähnen, also die weiter hinten im Kiefer, entsprechend vergleichbar. Aber der Nagezahn wächst das Leben lang nach. Ja? Die anderen nutzen sich ab und irgendwann fallen sie aus und dann sind sie halt weg. Aber der Nagezahn nicht. Der wächst immer, immer, immer weiter, immer, immer, immer weiter. Deshalb, der Biber muss nagen. Der muss schon deswegen nagen, damit ihm nicht die Zähne sonst wohin wachsen im Kiefer. Ne? Also eine gewisse Zahnabnutzung gehört bei Nagetieren, bei allen Nagetieren, unbedingt dazu.
beim Biber ist es nur mit Abstand am krassesten. Nicht, weil der Zahn besonders schnell wächst, sondern weil da das Prinzip selbst nachschärfender Nagerzahn wirklich ideal umgesetzt wurde. Das haben sie alle, ich möchte es nochmal betonen, aber niemand so krass wie beim Biber. Denn das funktioniert folgendermaßen. Vorne, also jetzt nehmen wir mal den Nagezahn im Unterkiefer. Der sieht ja ungefähr so aus von der Krümmung her. So, der hat vorne eine super harte Schicht. Sehr, 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 sehr harter Zahnschmelz. Der ist grundsätzlich aus dem gleichen Material wie unser Zahnschmelz mit einer Besonderheit, dazu kommen wir gleich noch. Und darunter befindet sich ein deutlich weicheres Material und das wird unter der harten Schicht hier oben ein bisschen drunter abgelagert. So, und wenn du jetzt nagst, nag, 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 dann wird hier oben natürlich auch das harte Material nach und nach abgetragen. Aber dadurch, dass da drunter noch was Weiches ist, was viel leichter abgetragen wird, was zwar von oben geschützt wird, bröselt das beides in genau ähnlichem Verhältnis ab, sodass dass diese überhängende Kante bleibt dadurch immer erhalten. Und dadurch, dass das immer wieder quasi gerade abgerieben wird, abgeschliffen wird, bleibt der Zahn auch immer scharf. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch im Oberkiefer. Und was jetzt der Biber besonders krass macht, was die Nagezahntechnik angeht, ist, der hat nicht nur besonders harten Zahnschmelz außen, wie es alle Nagetiere haben, sondern der hat auch noch besonders orange Zähne. Sieht teilweise ein bisschen befremdlich aus. Das kann man auch bei anderen Nagetieren sehen, dass das doch deutlich orange und deutlich ja, ungesund aussehende Zähne sind. Aber nie bei niemandem so krass wie beim Biber. Die können nahezu sogar rot werden. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Biber Eisen in seinen Zahnschmelz einlagert. Der hat also quasi Stahlzähne, wenn man so möchte. Ich finde, das ist wirklich faszinierend, was es alles gibt in der Natur, dass das möglich ist. Sieht nicht so schön aus, okay, aber dafür kann der Bäume durchbeißen. Ja? Also kann man sich jetzt streiten, was da besser ist. Ne? Also der Nagezahn vom Biber, wirklich absolut krass, die sind auch sehr, sehr groß, wie wir auch in der Kieferansicht hier gesehen haben. Gemessen am Gesamtkopf hat er wirklich ordentlich Zahn, der Herr Biber. Das ist schon wirklich was Faszinierendes, so ein Bibergebiss. Er fällt bis zu 60 cm fette Bäume. Unser eins, also wenn du selbst mit einer Axt brauchst du dafür, okay, wenn du jetzt super ultra Baumfäller-Profi bist, ja, dann kriegst du das einigermaßen hin. Aber selbst mit einer Axt würde jetzt so ein Otto-Normalverbraucher, der nicht ständig Bäume fällt, dafür auch ein paar Stunden brauchen. Der Biber auch. Aber nur halt eben mit Durchbeißen. Ich finde das wirklich faszinierend. Und deswegen musste das leider ein wenig ausgeführt werden, weil das spannend ist. So, ja, Kieferanatomie, Kopfanatomie haben wir geklärt. Natürlich sitzt da auch noch ein Gehirn drin. Das ist in einer üblichen Größe für ein kleines Nagetier. Das sagt jetzt nichts darüber aus, dass der Biber besonders blöd wäre. Im Gegenteil, dadurch, dass er ein großes räumliches Vorstellungsvermögen besitzen muss und sogar in der Lage ist, ein gewisses Maß an Planung durchzuführen, weil er ja so eine grobe Vorstellung haben muss, wenn ich jetzt hier einen Damm baue, dann staut sich da hinten auf, wo ich es haben möchte. Das klappt nicht immer. Das klappt wirklich nicht immer. Und manchmal entstehen da auch Unfälle und er baut irgendwas nicht so, wie er es ursprünglich haben wollte. Und es entsteht was ganz anderes. Oder er lässt aus Versehen seinen eigenen Stausee ab. Auch das gibt es hin und wieder mal. Aber nichtsdestotrotz, es ist kein Zufall. Der Biber führt eine gewisse Planung bei der Anlage seiner Bauten tatsächlich durch. Das ist jetzt nicht super einzigartig im Tierreich. Auch andere Tiere können ein gewisses Maß im Voraus tatsächlich Dinge planen und für später Dinge vorbereiten. Auch das Eichhörnchen, das ja Vorräte anlegt und damit sich bewusst ist, dass irgendwie sowas wie ein Winter oder eine schlechte Zeit irgendwann kommen wird. Aber das ist eine eindeutige Intelligenzleistung. Ja? Das ist eindeutig Intelligenz, wenn du dir bewusst bist der Zeit, die verstreicht und einem späteren Zustand, der irgendwie anders sein kann und du dann jetzt im Fall vom Biber sogar eben noch durch eigenes Handeln deinen Lebensraum, deine Umgebung beeinflussen kannst, bauen kannst, dann kannst du nicht ganz doof sein. Ja? Also ich halte den Biber für durchaus, vielleicht innerhalb einer gewissen Spezialisierung, aber für durchaus ein hochintelligentes Tier. Hoch, 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 hoch intelligent. So,
Torso, ja, der ist eher gedrungen, wird nach hinten hin dicker. Hat, wie ich schon erwähnt hatte, glaube ich, 23.000 Haare pro Quadratzentimeter. Ein dickes, wolliges Unterhaar und darüber diese Grannenhaare. Das ist eigentlich auch nichts Besonderes für Säugetiere. Beim Biber ist es nur alles viel dichter. Und ja, nochmal Luftpolster aufbauend, weil so ein Biber will ja schwimmen. Und da ist es hilfreich, wenn man dann ein gewisses Luftpolster in seiner Behaarung drin hat, damit einen das Ganze noch ein bisschen besser trägt und man ein bisschen besser durchs Wasser eben entsprechend durchgleiten kann. Kommen wir zu den Vorderfüßen. Die sehen so aus. Das ist die typische Nager-Feinarbeitspfote, mit der man auch tatsächlich Dinge bis zu einem gewissen Grad festhalten kann, mit der man feine Arbeiten durchführen kann, und er kann tatsächlich diesen hier machen. Also ein Biber ist wirklich ausgesprochen gut in der Lage, Dinge zu greifen. Ja? Was er nicht hat, was nur die Primaten können, ist eben diesen hier. Ne? Das können nur wir, das kann der Biber nicht. Der hat seine fünf Finger alle gleich in die gleiche Richtung ausgerichtet und hat keinen parallelen Daumen. Das ist ja dieses Wahnsinns Revolutionäre, was wir Primaten eben entsprechend auf die Reihe bekommen haben, um die größte Fingerfertigkeit im Tierreich zu entwickeln. Ne? Insbesondere Homo sapiens selbstverständlich dann irgendwann. Oder unsere Vorfahren, unsere direkten Menschenvorfahren, die alle ausgestorben sind, wie der Neandertaler und solche Späße. Das war nicht, aber kleine, dezente Vorderpfötchen, gemessen an der Gedrungenheit und der durchaus stattlichen Maße dieses Tieres, wie gesagt, bis zu 30 Kilo schwer, ungefähr einen Meter lang, ohne Schwanz. Und dafür so kleine Vorderpfoten, es sieht schon ein bisschen lustig aus, ist aber effizient, weil er ja doch teilweise wirklich fein mit seiner Nahrung hantieren muss und auch ordentlich greifen können muss. Passt also. Der Hinterfuß ist ganz anders aufgebaut. Der ist deutlich länger, hat zwischen den Zehen noch entsprechende Schwimmhäute ausgebildet. Und spannend ist auch, dadurch, dass der Biber ja im Wasser und an Land unterwegs ist, hat er ein besonderes Kugellager-Kniegelenk, mit dem er erstens so laufen kann. Aber das ist im Wasser ja blöde. Wenn er jetzt im Wasser wäre, dann müsste er Hundelpaddel machen. Also diesen hier, zum Vorwärtskommen. Ja? Das muss er aber nicht, weil er hat ja sein Kugellager-Kniegelenk und kann dann so machen. Nach außen ausklappen und kann dann so machen. Also quasi fast schon wie die Robbe sich fortbewegen von der Schwimmbewegung her. Und dieses Kombi-Fußgelenk zum Laufen und zum Schwimmen, das ist einfach eine wahnsinnig spannende Anpassung an den aquatischen und Landlebensraum, was der Biber eben nun mal entsprechend beides bewohnt. Das sind so kleine Details, aber das ist Evolutionsentwicklungsgedöns-technisch finde ich das unglaublich faszinierend und sehr, sehr spannend. Akku leer, muss kurz wechseln. Ganz spannend ist übrigens auch noch der Urogenitaltrakt vom Biber. Der Biber ist nämlich gemessen daran, dass die Nagetiere eigentlich meistens recht fortschrittlich sind in ihrer Entwicklung, jetzt wieder evolutionär gesehen, ist der Biber recht urtümlich. Der hat nämlich noch sowas, funktional gesehen, hat er noch eine Kloake. Kloake ist quasi so ein kombinierter, weicher Bereich an der Rückseite eines Säugetieres, in dem sowohl Vagina als auch Harn Öffnungen eben entsprechend bei den weiblichen Tieren zusammengeführt werden und in so eine Art Tasche münden. Bei den allermeisten Tieren, die so eine Kloake besitzen, befinden sich dann noch irgendwelche Duftdrüsen da, mit denen sie irgendwelche Sexuallockstoffe oder sonst was produzieren können. Und das Ganze ist meistens dann in irgendeiner Form verschließbar mit einem Ringmuskel. Das ist also der komplette Urogenitaltrakt als einziges Ding verschließbar ist. So, das kommt heutzutage, mal abgesehen vom Biber, nur noch bei anderen wirklich sehr, sehr, sehr landwassermäßig kombiniert vorkommenden Tieren vor. Unter anderem bei diesem äußerst seltsamen Viech, nämlich dem Schnabeltier. Ja? Das sind die Kloakentiere, die heißen nicht umsonst so, weil sie eben noch diese urtümliche Art der Geschlechtsorgane in Form dieser Kloake aufweisen. Denn beim männlichen Biber befindet sich der Penis, der übrigens auch einen Knochen von 2 cm Länge besitzt, ebenfalls innerhalb von so einer Kloake.
Das heißt, da mündet der Penis quasi in diesen Kloakenbereich und dieser Kloakenbereich lässt sich dann wieder mit einem Ringmuskel verschließen. Und das Problem ist jetzt folgendes: Will man einen männlichen und einen weiblichen Biber unterscheiden, dann muss man sie quasi auf den Arm nehmen und in ihrer Kloake nachgucken, was man da findet. Klingt jetzt blöd, ist es auch. Die einzige Möglichkeit, männlichen und weiblichen Biber zu unterscheiden, besteht eigentlich optisch. Nur dann, wenn es ein Weibchen ist und gerade säugt, dann sieht man nämlich die Zitzen. Sonst hast du keine Chance. Ne? Der Größenunterschied, ich habe gesagt, das Weibchen ist ein bisschen größer, ist so gering, dass man das nicht als Bestimmungsmerkmal heranziehen kann. Also Biber, Biberin oder Herr Biber, Frau Biber, ganz, ganz, ganz schwierig festzustellen. Im Felde unmöglich. Ne? Beim toten Tier, klar, da geht's dann. Das ist auch deswegen interessant, weil eine herkömmliche Säugetierpaarung, wie man sie kennt, ne, von anderen Säugetieren, wo Männlein aufreitet, so auch nicht möglich ist, weil die ja beide das nach hinten rausgerichtete Geschlechtsteile sozusagen haben. Deswegen findet die Paarung im Wasser und meistens übrigens auch noch tauchend statt, weshalb ich noch keinerlei Bildmaterial gefunden hätte, wo mal jemand zumindest im Bewegtbild die Paarung beim Biber irgendwie dokumentiert hätte. Also wie das technisch machbar ist, muss wirklich relativ kompliziert sein. Na? Kann ja jeder, wenn er Lust hat, drüber nachdenken. Und wenn nicht, ist, glaube ich, auch ganz gut. In diesem kloakenähnlichen Gebilde, also es ist keine richtige Kloake, glaube ich. Da gibt es nochmal irgendwelche kleinen, feinen Unterschiede, die ich jetzt auch nicht kenne. Also das geht dann derart stark in die Entwicklungsphysiologie und Evolutionsphysiologie der Säugetiere. Da bin ich dann auch raus. Ne? Ich bin ja kein Zoologe. Aber wichtig wäre noch zu sagen, dass eben in dieser Kloake, ich nenne es jetzt einfach mal immer weiter so, sich auch die Drüsen, das sind auch streng genommen nicht wirklich Drüsen, sondern irgendwas wieder Spezielles, aber wirklich, das braucht jetzt niemanden interessieren, befinden für das sogenannte Bibergeil. Vielleicht schon mal gehört, das war zu früheren Zeiten als unglaublich wirksames Heilmittel eben entsprechend bekannt, sollte unter anderem auch die weibliche Hysterie, eine Krankheit, die heutzutage auch nicht mehr so wirklich existiert. Naja, manchmal denke ich schon, böse. Nein, ist natürlich Blödsinn. Gibt's nicht, ist keine Krankheit. Aber gegen sowas und andere eingebildete Krankheiten sollte das wohl irgendwie helfen als Einreibemittel. Es soll auch Leute gegeben haben, die der Meinung waren, dass das Zeug gut riecht. Aus heutiger Sicht müsste es ziemlich bestialisch stinken, aber gut. Eigentlich ist das so ein Harz bis Wachs, so von der Konsistenz her, und dient dem Biber zur Reviermarkierung als Sexuallockstoff. Die Zusammensetzung ändert sich, je nachdem, ob das Weibchen gerade empfängnisbereit ist, was in der Paarungszeit alle 14 Tage für ca. 12 bis 24 Stunden der Fall ist. Wenn es dann nicht klappt, muss man wieder eine Woche warten, dann sind wieder 12 bis 24 Stunden Zeit. Und das macht die Sache relativ kompliziert, egal. Aber ganz witzig finde ich schon, dass der Biber so gesehen fast innerhalb der Paarungszeit, ne, den Rest des Jahres gar nicht, aber innerhalb der Paarungszeit schon so einen gewissen Ovulationszyklus eben entsprechend durchläuft. Das ist auch nicht überall so, ne, bei nicht wirklich allen Tieren. Aber Wurst, jedenfalls dieses Bibergeil, wenn gerade bereit ist, dann riecht das anders und dann weiß das Männchen, okay, jetzt ist es soweit. Damit können die den Zeitpunkt also ganz gut abpassen und dann klappt es auch mit der Fortpflanzung einigermaßen ganz gut. Muss es ja, weil der Biber vermehrt sich offensichtlich. So, und ansonsten zur Reviermarkierung. Jeder Biber riecht unterschiedlich von seinem Bibergeil her. Das kann man auch in kristalliner Form, wenn es ein bisschen eingetrocknet ist, legen die das quasi stückchenweise auch aus, um ihr Revier zu markieren. Denn die Bedienung dieser Drüse funktioniert so, dass die tatsächlich mit der Pfote hinten hingreifen und sich da holen, was sie gerade brauchen zur Fellpflege und sich damit eben entsprechend einschmieren oder das halt irgendwo anders hinschmieren, um eben entsprechend ihr Revier zu markieren. Eigentlich eine ganz coole Sache. Und dadurch, dass das so eine harzig-wachsige Konsistenz hat, sorgt das halt auch dafür, dass der Pelz schön geschmeidig und schön dicht bleibt. Was ich übrigens noch vergessen habe beim Hinterfuß, neben dieser Klappmechanismus-Geschichte, hatte am Hinterfuß, an jedem Fuß, auch noch eine Kralle, die speziell von der Evolution offensichtlich dafür vorgesehen ist, der Fellpflege zu dienen. Das ist so
so eine Art Kamm-Doppelkralle, mit der man wunderbar sich sein eigenes Fell eben entsprechend striegeln kann. Also eine große Kralle an der mittleren Zehe. Alles da, ne? Fellpflege ist sehr wichtig eben für den Biber, damit er A nicht untergeht und B nicht richtig durchweicht, weil sonst würde er doch sehr, sehr frieren. Er muss ja auch im Winter schwimmen. Da er auch keinen Winterschlaf und auch keine Winterruhe hält, ist es für ihn schon wichtig, dass er im Winter möglichst nicht nass wird, also nicht mehr als oberflächlich. Und daher verbringt er auch viele Stunden eben mit entsprechend Fellpflege. So. Bibergeil, ja, das war, glaube ich, das Wesentliche. Und dann hätten wir noch den Schwanz. Der ist natürlich auffällig, dieser platte Schwanz mit den Schuppen drauf. Dazu gibt es die Anekdote, die sicherlich viele Leute auch schon kennen, dass der Biber früher zu Zeiten des Mönchtums im Mittelalter als Fisch gegolten hat, weil die durften in der Fastenzeit ja kein Fleisch essen. So, und da hat mal irgendein Papst festgestellt, ja, der Biber ist ein Zwischenwesen zwischen Fisch und, keine Ahnung, Tier, Säugetier, Fleischtier, weiß nicht, wie man die da damals zusammengefasst hat. Und man dürfe vom Biber das Fleisch bis zu den Hinterläufen, also von hinten gesehen, den Schwanz und den Bereich der Hinterläufe, das darf man noch essen, weil das noch auf der Fischseite des Bibers ist und demzufolge ist das Fisch und das ist auch in der Fastenzeit okay. Da hat dann Gott nichts dagegen, wenn man das futtert, auch in der Fastenzeit. Dementsprechend gab es die erste große Biberbejagungswelle tatsächlich ab dem Moment, wo das da halt dann irgendwann mal so ein Papst beschlossen hat. Und dann ging es dem Biber zum ersten Mal im Laufe der Geschichte des Bibers ordentlich an den Kragen. Und seitdem sind die Populationen auch immer rückläufig gewesen. Es wurde immer weniger Biber. Später wurde er dann eher bejagt, weil er ein Schädling ist. Und der Tatsache mit dem Bibergeil eben hinterher, dass da alle Leute total heiß auf dieses Zeug waren. Es ist vollkommen nutzlos. Ja, es bewirkt nichts. Gibt es bloß in der Homöopathie eventuell noch interessant, irgendwelchen ganz traditionellen Heilverfahren, aber keinerlei Wirkung lässt sich in irgendeiner Form beweisen. Daher, also ich halte da überhaupt nichts von, in irgendeiner Form Biber zu jagen, weil man Biber geil haben möchte. Es sei denn, man hat irgendwelche seltsamen Vorlieben und steht auf das Zeug. Und auch dann ist das keine wirklich gute Begründung. Ne? Nein. So, das ist also die Geschichte mit der Sache mit dem Fisch, ne? Weil der Schwanz ist halt nackt und beschuppt. Das ist in der Tat bei Säugetieren relativ selten, dass es wirklich große Schuppen eben entsprechend gibt. Gibt es aber offensichtlich schon, nämlich beim Biber. Und jetzt fragt man sich wieder, okay, wenn der so einen platten Schwanz hat, ist das dann so ein Antrieb beim Schwimmen? Nein, aber beim Tauchen. Beim Tauchen wird der Schwanz tatsächlich so genutzt als Antrieb. Aber nur beim Tauchen. Beim Schwimmen dient er als Steuerruder, dann wäre es aber blöd, wenn man so rudert, ne? Da kannst du ja nicht mit steuern. Deswegen hat der Biber auch eine besondere elastische Wirbelsäule im hinteren Bereich und kann diesen hier machen. Und dann kann er nämlich so steuern. Also der ist wirklich für alles ausgerüstet, der Biber, was irgendwie auf ihn zukommen kann. Man könnte jetzt meinen, okay, dann kann er doch diesen hier auch als Antrieb machen, tut er aber nicht. Antrieb macht er tatsächlich mit den Hinterfüßen, Hinterpfoten. Und das ist das Ruder, wodurch eine unglaublich präzise Fortbewegung für den Biber überhaupt kein Problem darstellt. Er ist auch ein durchaus eleganter Schwimmer, wie ich finde. Kein super schneller, muss auch nicht sein, er ist nämlich Vegetarier, hatte ich auch noch nicht erwähnt. Aber ja, das ist jedenfalls der Biberschwanz. Des Weiteren kann der Schwanz nur im geringfügigen Umfang tatsächlich ein bisschen als Maurerkelle verwendet werden. Der Biber baut nämlich nicht nur mit Holz, sondern der baut auch mit Schlamm und den streicht er dann tatsächlich teilweise mit seinem Schwanz ein bisschen glatt, was man oft noch in Trickfilmen oder sowas gesehen hat, dass er mit dem Schwanz da noch drauf rumhaut, um das Ganze quasi feste zu machen. Das passiert, also wenn, dann nur beim kanadischen Biber und vielleicht auch wirklich nur in den seltensten Momenten. Dieses mit dem Schwanz irgendwo draufhauen, das gibt es schon, aber das macht er dann, wenn ihn irgendwas stört, um seine Artgenossen zu warnen. Das ist ein Warnsignal, einmal Flatsch! Und das ist wirklich schön laut mit diesem flachen Schwanz aus Wasser klatschen. Dass das Lärm macht, brauche ich niemandem erzählen. Und in dem Moment taucht er dann auch schon ab. Ja, aber die anderen sind gewarnt, wenn sie dieses Klatschgeräusch hören, wissen sie, ebenfalls abtauchen. Abtauchen ist so die Strategie der Wahl für den Biber, um möglichen Feinden eben entsprechend zu entkommen. Was auch sehr effizient ist, weil es kein anderes Tier gibt, das tauchen kann, das so gut schwimmen kann, dass es dem Biber gefährlich werden könnte in Mitteleuropa. Ne?
Also wenn er getaucht ist, gibt es keine Feinde mehr für ihn. Das ist also eine wirklich sehr effiziente Strategie. Große Fische können Biber nichts anhaben, der ist 30 Kilo schwer. So einen großen Fisch haben wir nicht. Der Fuchs, vergiss es, viel zu groß. Also der Biber, ne? Nicht der Fuchs. Der Wolf ist ein natürlicher Feind vom Biber. Der kriegt den Biber aber auch nur, wenn er an Land ist. Sobald der Biber im Wasser ist, hat der Wolf verloren. Dann hat er keine Chance mehr. Der Luchs mag sich vielleicht früher, zu früheren Zeiten, bei einem von 1000 Beutetieren auch mal einen Biber geholt haben. Vorstellbar wäre es, können du das schon können, wenn er ihn dann kriegt. Also das wäre noch eine Möglichkeit. Der Bär wird noch als potenzieller natürlicher Feind aufgezählt in der Liste. Den gibt es jetzt bei uns halt eben überhaupt nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass im Bär- und Biber-Lebensräumen, also Kanada beispielsweise, wirklich viel Biber vom Bär geholt wird. Größtenteils Hauptmortalitätsfaktor in einem ganz natürlichen Ökosystem, ohne dass da irgendwelche menschlichen Einflussfaktoren eine Rolle spielen, ist schlicht und ergreifend Lebensraum, ne? Futterknappheit. Pro Biberpaar braucht man so und so viel Platz und die Jungtiere müssen irgendwann abwandern, woanders hin, wo noch keine Biber sind. Der Weg dahin ist gefährlich, da müssen sie zum Teil auch groß über Land laufen und in dem Moment sind sie halt dann leichte Beute für eben zum Beispiel den Wolf und so weiter. Also durch Nahrungsmangel, durch Lebensraumknappheit resultiert Migration und die ist gefährlich und dadurch wird die Biberpopulation reguliert. Außerdem junge Biber können dann auch tatsächlich von großen Fischen gefuttert werden, vom Seeadler geholt werden, von sonstigen Greifvögeln geholt werden und theoretisch auch vom Fuchs. Aber auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass das häufig passiert. Jetzt warte ich mal kurz, bis der Flieger weg ist. Das passt jetzt nicht zu den anderen Themen, deshalb baue ich sie jetzt einfach mal schnell ein. Lebenserwartung. Erstaunlich hoch nach dem, was man weiß. Beim europäisch-eurasischen Biber weiß man es leider nicht allzu gut, was einfach daran liegt, dass der bisher noch so selten gewesen ist, auch wenn er jetzt wieder in der Ausbreitung begriffen ist. Aber man vermutet ein Durchschnittsalter selbst in freier Umwelt, ohne den Menschen irgendwie da hinzuzuziehen als Faktor, von bis zu 10 Jahren. Durchschnittsalter. Und das ist erstaunlich hoch. Was dann wieder die Theorie mit der hat quasi nicht wirklich natürliche Feinde, beziehungsweise die werden bloß einem jungen Biber gefährlich und sobald der ausgewachsen ist, hat er eigentlich keine Probleme mehr, bestätigen würde. Weil 10 Jahre ist für ein Wildtier, egal welches, wirklich eine ziemlich ordentliche Lebensspanne. Für ein Wildsäugetier, eine Wildschildkröte, da sieht die Sache nochmal anders aus, ne? Die werden ja uralt, aber für ein Säugetier und insbesondere ein Nagetier ist das wirklich rekordverdächtig, nahezu. Da macht sich dann wieder diese, was ich oft in meinen Tiervideos erwähne, diese Regel eben bemerkbar, je größer das Tier, desto länger lebt's. Ja? Also kleine Tiere oft sehr geringe Lebensdauer, aufgrund der Tatsache, dass das Herz unglaublich viel schlagen muss und sie mit einem enorm hohen Puls einfach leben müssen, weil das System Säugetier-Herz eben nicht für so winzige Tierchen ausgelegt ist. Eigentlich funktioniert trotzdem, aber die haben dann halt nur mal eine geringe Lebenserwartung, weil sie halt ständig bum, 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 mit so einem Puls schlafen, wohlgemerkt. Wenn sie rumrennen, sieht die Sache nochmal anders aus. Da ein Biber aber vergleichsweise schon groß ist unter den Nagetieren, ja, und auch international gesehen, wenn man sich bedenkt, wie sind denn so die Größen eines durchschnittlichen Säugetiers, ist er auch im oberen, unteren Drittel anzuordnen. Ne? Also ein Biber ist wirklich kein besonders kleines Tier, kann man jetzt echt nicht sagen. Was dann auch nochmal eben für seine ziemlich lange Lebenserwartung spricht. Es soll auch schon Biber, die in Gefangenschaft gehalten worden, gegeben haben, die, gucke nach, 35 Jahre alt geworden sind. Das ist dann nun wirklich krass, ne? Puh! Ansonsten Höchstalter in freier Wildbahn, das man mal festgestellt hat oder zumindest sich ziemlich sicher ist, dass man es festgestellt hat anhand des Abriebs an den Zähnen, da kannst du dann das Alter ganz gut schätzen, war 17. Und das ist auch bemerkenswert alt für ein Nagetier. Ne? Ja, die Lichtsituation ist jetzt gerade etwas schwierig, aber macht ja nichts, denke ich. So, Lebensraum, beziehungsweise was tut er denn jetzt so, der Biber? Der Biber ist Vegetarier. Der Biber frisst
Naja, man hat mal versucht nachzuweisen, welche Gehölzarten der Biber denn alles mag. Und man ist auf, ich glaube, 75 oder 77 gekommen. Und das ist dahingehend witzig, weil das ungefähr genau der Zahl entspricht von den möglichen an Wasser vorkommenden Gehölzarten. Soll heißen, der Biber futtert alles. Wirklich absolut alles, was er an grüner Pflanzenmasse und nährstoffreichen Teilen dieser grünen Pflanzenmasse eben am Gewässer finden kann, das wird vom Biber auch gefuttert. Das heißt, der mampft nicht Holz, der mampft vor allen Dingen Rinden und nimmt deshalb gerne dünne Zweige mit, weil auch der Biber begriffen hat, je dünner der Zweig, desto höher der Anteil der Rinde zum Zweig. Ja? Es gibt also ganz schöne Statistiken, welche Bäume fällt denn der Biber? Und das sind zu 8 von 10 gefällten Bäumen haben einen Durchmesser um die 2 cm. Beziehungsweise Bäume, also Sträucher, Zweige, Äste, ne, so ein Zeug. Auch Sträucher geht da ja natürlich eben entsprechend dran. Weil bei 2 cm und kleiner ist der Arbeitsaufwand für viel Rinde deutlich geringer, als wenn ein 60 cm Baum umnagt. Da hat er viel weniger Rinde pro Durchmesser, den er durchnagen muss. Jetzt muss man aber natürlich Obacht geben, denn wenn ein 60 cm Baum umnagt, und zwar so, dass der mit der Krone schön ins Wasser fällt, dann hat er natürlich massenhaft Zweige und wirklich jede Menge zu essen. Deswegen, das Umnagen eines großen Baumes kann sich für so einen Biber schon lohnen. Eben aufgrund der vielen, vielen, vielen Äste, die dann da dran hängen. Der Biber weiß übrigens auch, in welche Richtung er einen Baum fällt. Also das macht er gezielt. Ne? Der fällt hier nicht irgendwie, dann fällt er irgendwo hin, sondern immer schön in Richtung Wasser. Da kommt ihm natürlich auch wieder die Biologie etwas zugute, weil Bäume, die am Wasser stehen, immer einen Überhang der Äste in Richtung Wasser haben. Warum? Naja, da steht kein anderer Baum, da ist keine Konkurrenz, da kannst du wunderbar so viele Äste anlegen, wie du möchtest und hast da immer eine schöne Sonnenkrone. Deswegen ist das nicht ganz doof vom guten Herrn Biber, dass er das eben genau so und nicht anders macht. Das ist schon alles kein Zufall, aber trotzdem, man kann auch an den Fraßspuren am gefällten Baum, da blende ich euch gerne mal ein paar Bilder dazu ein, werde die vielleicht auch nochmal kommentieren, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber irgendwas in der Richtung gibt es jetzt. So, und da kann man an den Fraßspuren wunderbar jetzt auch sehen, wie eben so ein Baum gefällt wird, dass er da also quasi rundum alles wegfuttert, bis auf den Bereich, in den der Baum wirklich dann auch umfallen soll. Also das ist eigentlich perfekt und könnte man mit einer Axt eigentlich nicht schöner machen. Ne? Und es funktioniert ja auch tippitoppi und man hat selten einen Biber gesehen, der vom Baum erschlagen wurde, weil er leider in die falsche Richtung genagt hat, sondern das ist wirklich tipptopp. Also der weiß schon, was er tut, der Herr Biber. Und ja, ne? Dazu aber, wie gesagt, jetzt noch die ganzen entsprechenden Bilder. So, ich mache jetzt also komplett ein paar kommentierte Fotos, weil ich wenig Filmmaterial unterwegs gemacht habe im Biberland. Wir befinden uns in Brandenburg, gar nicht so weit weg von Berlin, aber doch schon ziemlich in der Pampa, im Oder-Delta, also in den Oderauen. Oder, ne? So rum, nicht oder. Das da sieht jetzt aus wie so ein kleiner Kanal. Das ist auch streng genommen sicherlich historisch gesehen mal irgendwann ein Entwässerungsgraben gewesen. Das ist alles Naturschutzgebiet, da darf nichts mehr gemacht werden in Sachen Entwässerungskanäle anlegen und so weiter. Und ja, sieht eigentlich recht industriell aus. Ne? Schön schnurgerade und so weiter. Aber wenn man dann eben entsprechend sieht, dass direkt neben diesem Kanal, in Anführungszeichen, offensichtlich jemand diesen interessanten Haufen hier aufgeschichtet hat, dann kann man sich schon fragen, ist das jetzt wirklich nur ein industriell angelegter Kanal zur Entwässerung, damit man hier ein bisschen Landwirtschaft betreiben kann, was man offensichtlich auch nicht besonders intensiv betrieben hat mit diesem Kanal, sonst würde das auch noch anders aussehen. Oder hat da beim Wasserstand im besagten Kanal nicht eventuell jemand nachgeholfen? Und es ist schon ziemlich naheliegend zu vermuten, dass letzteres der Fall ist. Die Wasserqualität spricht auch für sich mit der vielen Entengrütze drin. Übrigens auch eine tolle Survival-Pflanze, kann man wunderbar essen, enthält vergleichsweise viel Stärke. Sollte man vielleicht vorher noch kochen, schmeckt dann immer noch widerlich, aber enthält vergleichsweise viel Stärke. Aber ja, also das ist auf jeden Fall schon mal
ein ziemliches Indiz, weil diese Burg, die wir da sehen, die könnte er an dieser Stelle nicht gebaut haben, wenn er nicht in irgendeiner Form dieses Wasser, das da zu der Burg führt, auch regulieren würde. Des Weiteren, die Burg ist vergleichsweise weit weg vom Wasser, da muss er also einen untypisch langen Gang wohl gebuddelt haben, um eben vom Wasser in seine Burg zu kommen. Oder es gibt noch unterirdisch noch ein paar Wasserverbindungen, die wir so nicht sehen können. Das kann natürlich auch sein. Übrigens auch noch ganz spannend auf diesem Bild ist dieses kleine Weidengestrüpp im Hintergrund, also hinter der Burg. So sieht das nämlich aus, wenn regelmäßig der Biber kommt und die bisschen dickeren Weiden umlegt. Dann treiben die aus dem Stammfuß wieder aus oder können auch aus der Wurzel eben entsprechend wieder austreiben und machen dann so viele kleine, dünne Zweigchen, die direkt nach oben gehen. Und das ist so quasi die Lieblingsnahrung vom Biber schlechthin. Also die holt er sich besonders gern, die kann er auch gut transportieren. Da muss er nicht erst noch irgendwas kleinlegen. Und wenn er das direkt hinter seiner Hütte hat, in Anführungszeichen, dann ist das sicherlich sehr angenehm für ihn. Und dass die Weiden dann so aussehen, wirklich ganz, ganz typisch für die als Merkmal für die Anwesenheit des Bibers. Hier haben wir jetzt in der Bildmitte einen ausgesprochen schönen und deutlich zu erkennenden Wildwechsel vom Biber. Da geht er also immer zwischen zwei Gewässern hin und her. Das ist jetzt dahingehend interessant. Erstens, das kann man schön sehen. Und zweitens, kleines bisschen auf Biber Survival nutzen möchte ich dann doch eingehen. Der ist nämlich mit Fallen recht leicht zu fangen. Gerade insbesondere, wenn man an so einer Stelle dann wirklich mit irgendeiner Schlingfalle arbeiten würde und sich in der Nähe vielleicht versteckt, damit man ihn erlegen kann, bevor er sich da elendig stranguliert, dann wäre das für irgendeine wirklich Not-Überlebenssituation, wo man unbedingt was zu essen braucht, nicht ganz blöd, weil so ein Biber ist als Nahrungstier für uns als Mensch durchaus eine sehr gute Alternative zu allem anderen, was man so kriegen kann, da er als reiner Vegetarier wahrscheinlich keine großartigen, für uns gefährlichen Schädlinge enthalten kann. Ist jedenfalls nichts bekannt, was da drin sein soll. Er schmeckt auch tatsächlich relativ gut, was wir erstens davon wissen, dass er im Mittelalter gegessen wurde und ich glaube, ich erwähne es nachher noch im regulären Video, man kann ihn auch zu heutigen Zeiten noch als Weihnachtsbraten essen, wenn man dann an einen rankommt, weil man zufällig gerade eben derjenige ist, der halt eben fürs Regulieren der Biberbestände zuständig ist. Ja, aber mit irgendwelchen Schlingen in solchen Wildwechseln arbeiten, nur damit ihr es mal gesehen habt, das würde schon ganz gut funktionieren. Zu diesem Wildwechsel gibt es übrigens auch wieder eine dazugehörige Burg. Und zwar jene hier rechts im Bild, ne, die gehört da eben entsprechend dazu. Das sind also schon in recht engen Abständen auch Burgen angelegt hier in der Region, wo wir uns befinden. Das ist jetzt die dritte, die wir da gesehen haben, entlang einer Strecke von vielleicht höchstens 2 Kilometern. Also die Reviere geben offensichtlich genug Nahrung her, dass da auch mehrere Biberfamilien problemlos miteinander klarkommen. Es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass die recht nah miteinander verwandt sein werden, weil der Nachwuchs immer gerne nur ein Revier weiterzieht, sofern da nicht gerade schon irgendein anderer Biber sitzt. Und dann werden sie oft auch zu direkten Nachbarn. Jetzt kommen wir aber endgültig zu den Nagespuren. Bei diesem Baum, da ist er gerade noch dabei. Das kann man deswegen vermuten, weil halt eben die ganzen Nagespäne, Sägespäne sind es ja keine, noch überall in der Gegend verstreut liegen und auch noch relativ frisch sind, so von der Haptik her. Das heißt, der Baum wird aktuell gerade benagt. Das ist nicht so, dass er den nicht geschafft hat und zwischendurch aufgehört hat, sondern oft braucht er für so einen wirklich dicken Baum insgesamt ein paar Stunden und macht das aber nicht am Stück, sondern so etappenweise so ein paar, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde knabbern pro Tag, weil er ja einfach auch noch nach Nahrung suchen muss, aktiv. Er kann also nicht seine komplette Zeit dafür opfern, nur an einem riesigen Stamm rumzunagen, denn mit dem Holz, was er hier ab rausnagt, kann er tatsächlich nichts anfangen. Also das ist nicht essbar, sondern es geht ihm wirklich darum, den Baum umzuschmeißen, damit er an die jungen Zweige rankommt und an die essbare Rinde und die macht ihn dann letztendlich satt. So, hier kann man schön die Nagetechnik sehen.
Er nagt also alles bis auf so einen kleinen, dünnen, kreisrunden Stängel in Anführungszeichen weg. Und besagter Stängel steht tatsächlich auch in die Richtung, in die er gerne möchte, dass der Baum fällt. Und da es sich ja immer bei um gewässernahe Bäume handelt und sie, ich habe es eben schon erwähnt, einen Überhang in Richtung See haben, von den Ästen her, weil es da halt eben mehr Licht gibt, ist diese Methode, die der Biber anwendet, absolut zielführend und der Baum fällt immer genau dahin, wo der Biber ihn auch eben entsprechend haben möchte, nämlich ins Wasser. Was beim Umfallen nicht ins Wasser fällt, das nagt er interessanterweise gar nicht erst um, weil das wäre ja Energieverschwendung. Aber ich finde das schon toll, wie das gemacht ist. Ne? Also diese Präzision und auch diese offensichtlich wirklich durchdachte Nagetechnik, die er da an den Tag legt. Und es ist effizient, es funktioniert, wie man sieht. Tja, und hier habe ich leider kaum Fotos gemacht, aber da kann man sich jetzt zumindest mal vorstellen, ob das jetzt hundertprozentig einer ist, kann ich euch nicht mehr mit Sicherheit sagen, aber vorstellen kann man sich, dass nach und nach ein Wald mit Gewässerzugang, mit Biber, früher oder später so aussehen könnte, dass sich dann halt eben da in der Mitte irgendwo der Biber seinen Teich anlegt, hier schön entsprechend zu sehen, könnte so sein, und drumherum alles immer lichter wird, weil er immer mehr eben die Stämme umnimmt, weil es jetzt hier nicht wirklich der Biber gewesen ist, großflächig, aber so könnte es zumindest aussehen. Und da das ein Lebensraum ist, der stark Biber geprägt ist, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendein Biber auf die Idee kommt, da könnte ich doch eigentlich vielleicht eventuell in diesen Teich da einziehen. Jo, und damit zurück zum Ben im Wald. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, was die ganze Zeit im Hintergrund vor sich hinstänkert, also so vogeltechnischer Art. Tatsächlich wohnt ein Buntspecht ein paar Bäume weiter, beziehungsweise hat er eben entsprechend seine Höhle voll mit Nachwuchs. Den Nachwuchs kann ich leider nicht erkennen, die Höhle sehr wohl. Ist ein bisschen niedrig angelegt, nicht ganz optimal, Herr Specht. Und Spechtjunge neigen dazu, auch wenn gerade kein Elternteil anwesend ist, weil sie ja gut versteckt sind und da im Regelfall jetzt so schnell niemand hinkommt, neigen die dazu auch dann Hunger zu brüllen, da wenn eben gerade kein Elternteil anwesend ist. Das macht Spechtküken relativ nervtötend. Aber gut, ich kann es irgendwie verstehen. Ich neige auch dazu, Hunger zu brüllen, wenn ich welchen habe. So, ja, Specht, auch ein Thema. Muss man demnächst mal noch drüber sprechen. Ich habe da schöne Fotos gemacht neulich. Jedenfalls zurück zum zu wem denn? Zum Biber. Zum Biber, genau. Ja, also die Sache mit den Bäumen fällen, das haben wir jetzt geklärt. Was macht er noch außer Bäume fällen? Ja, eben Gräser abweiden, Kräuter abweiden, Knospen von irgendwelchen krautigen Pflanzen abweiden. Das isst er alles ganz gerne und insbesondere im Frühjahr bevorzugt er eigentlich diese Nahrung. Bäume fällen tut er primär im Winter, wenn er nichts Besseres finden kann. Nichts einfacher dran zu kommendes finden kann. Ganz interessant ist jetzt noch vielleicht nochmal aus der physiologischen Ecke, als Säugetier ist ein Biber nicht in der Lage, genau wie jedes andere Säugetier auch, Zellulose abzubauen, da er aber ein reiner pflanzliche Kost verzehrender Geselle ist, muss er in irgendeiner Form irgendeine Anpassung des Verdauungstraktes haben und da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, entweder bist du Wiederkäuer und hast einen Pansen, oder du hast einen sehr, sehr, sehr großen Blinddarm, in dem dann auch wiederum irgendwelche Mikroorganismen wohnen, die in der Lage sind, Zellulose zu zersetzen. Beim Biber ist letzteres der Fall und das äußert sich so, dass er all seine Nahrung, die er aufnimmt, erstmal in seinem Blinddarm eben entsprechend speichert. Da wird sie dann von den Bakterien zersetzt. Die Bakterien vermehren sich dabei, gedeihen und freuen sich. Und der Biber macht dann irgendwann die Entleerung, ne? Also unvornehm ausgedrückt, er scheißt das alles aus. So, da jetzt da aber die ganzen verwertbaren, für Säugetiermagen verwertbaren Nährstoffe drin sind, muss er es danach leider gleich wieder auffuttern. Und dann kann er es auch richtig verdauen, weil jetzt ist ja die Zellulose schon zerlegt. Und das ist jetzt so ein schöner, nahrhafter Brei, der für den Biber wunderbar verdaubar ist. Und danach geht er nochmal aufs Klo und dann kommt lediglich so eine relativ trockene, ja ein bisschen köttelartige Losung bei raus, die dann auch relativ harmlos ist und kaum noch Nährstoffe eben entsprechend enthält. Also mag für unser eins vielleicht nicht besonders appetitlich sein, funktioniert aber für den Biber offensichtlich sehr, sehr gut.
Aber kommen wir dann jetzt mal zum spannenden Thema, nämlich der Biber ist ja bekannt als Baumeister. Und was baut der so? Na ja, zunächst mal seine Biberburg. Eine Biberburg kann bis zu 12 Meter im Durchmesser haben und bis zu 2 Meter hoch sein. Und damit meine ich jetzt nur den Teil, der aus dem Wasser rausragt. Der Eingang ist nämlich immer unter Wasser, also einfach als Schutz vor Fressfeinden, weil niemand, der dem Biber was tun kann, kann tauchen. Also da wieder diese Strategie. Im Zweifel tauchen, weil ich habe keine Feinde, die das auch können. Also bin ich sicher, wenn ich tauche. Dementsprechend muss meine Wohnung auch sicher sein, wenn man tauchen muss, um da entsprechend hinzukommen. In seiner Burg hat der Biber einen etwa 1,20 Meter, 1,50 Meter breiten Wohnkessel. Der ist nicht besonders hoch, so etwa 50 cm, aber so ein Biber ist ja auch nicht sonderlich hoch. Also das stört ihn jetzt nicht groß, wenn die Decke etwas niedrig ist. Und in dem kann er wunderbar sich hin und her wälzen. In dem wohnen auch die anderen Biber. Und oft wird so ein Bau auch von mehreren Bibergenerationen bewohnt, dass wenn also die Eltern verstorben sind, irgendein Jungtier genau dieser Eltern in diese Burg dann eben entsprechend einzieht und da entsprechend eben eine neue Familie gründet. Und das ist wirklich keine Seltenheit. Und damit entstehen auch eben diese außerordentlich großen Biberburgen. Neben diesem Schlaf- und Wohnkessel gibt es auch noch einmal einen Belüftungsschacht nach oben. Der dient aber wirklich bloß der Belüftung und ist relativ klein. Da kann normalerweise auch niemand, der dem Biber gefährlich werden kann, durchkommen. Und das ganze Gebäude an sich von der Bauart ist äußerst massiv, also auch wieder da. Wieder toll, weil kein anderes Tier würde das einreißen können. Ja, höchstens jemand, der ein ausgesprochenes Grabetier ist, wie so ein Dachs, der hat aber wiederum kein Interesse daran, mit sich mit einem etwa gleich starken Biber anzulegen. Ja, das ist also, natürliche Feinde hat er damit wirklich nahezu ausgeschaltet, der Herr Biber in seiner Burg. Deswegen ist der Begriff Burg auch so zutreffend, weil das wirklich eine ausgeklügelte Verteidigungsanlage ist, wo wirklich keiner reinkommt. Übrigens, falls er mal wieder seinen Stausee irgendwie ein bisschen schlecht angelegt hat, das kommt ja hin und wieder mal vor, und der Wasserstand steigt, mehr als erwartet, dann nagt der Biber einfach nach oben, bisschen Material weg, baut also nach oben aus seine Behausung und schmeißt unten, nachdem das Wasser dann eben noch entsprechend fertig gestiegen ist, schmeißt er unten einfach neues Polstermaterial rein und baut das Ganze einfach eine Etage höher. Da er dann aber zu nah nach außen kommt, ne, dann wenig Material noch zwischen ihm und dem Freien ist, schmeißt er dann von oben einfach nochmal neues Zeug drauf, nochmal neue Äste drauf, nochmal neuen Lehm und Schlamm und so weiter und so fort drauf und verklebt das alles schön miteinander und zementiert sich da quasi ein. Also es gibt wirklich eine massive Bauart. Man sieht von außen nur die Holzbestandteile, aber das ist auch alles wirklich mit viel entsprechend Fluss, Schlamm, Fluss, Lehm, verbacken, verklebt und wirklich sehr, sehr, sehr massiv. Das kriegst du. Ne, der Biber muss sich ja auch draußen nagen, beziehungsweise weiter nach oben nagen, um das weiter auszubauen, eben weil das so massiv gestaltet ist, das Ganze. Gleiches funktioniert übrigens auch andersrum. Sollte der Wasserstand sinken, dann baut er nach unten seinen Bau eben entsprechend weiter aus und klebt die Decke wieder zu. Also dann arbeitet er in die andere Richtung. Das alles immer deswegen, damit der Eingang der Burg eben immer schön entsprechend unter Wasser bleibt. Also sehr, sehr faszinierend. Dann gleich im Prinzip, also diese Stock mit Schlamm Verklebemethode, baut er auch eben seine Dämme. Und die sind dafür da, dass er in seinem kompletten Handlungsspielraum, wo er halt so unterwegs sein möchte, bis auf da, wo er jetzt direkt die Nahrung aufnimmt, da muss er raus aus dem Wasser, da hat er keine anderen Möglichkeiten. Da will er aber sonst überall, zwischen da, wo er sich was zu essen holt und seinem Bau, seiner Burg, braucht er mindestens 50 cm Wassertiefe. Und um das zu erreichen, Staudamm bauen. Ne? Bei sehr alten Biberrevieren, die schon sehr stark Biber geprägt sind, fangen die Biber zum Teil sogar an, noch richtige Gräben bzw. Kanäle anzulegen und graben mit den Vorderpfoten tatsächlich richtige Kanäle aus. Also das finde ich dann besonders faszinierend. Und da ist dann aber der Punkt, wo es die Biberintelligenz nicht mehr ganz ausreicht. Weil gerade bei diesen Kanalanlage-Geschichten kann es passieren, dass er ganze Flüsse umleitet
Und dann wird es irgendwann für den Biber zu komplex, die Konsequenzen seiner Grabehandlungen zu überblicken. Und deswegen gräbt er sich dann hin und wieder auch mal seinen eigenen Tümpel, also den eigentlichen Biberteich, Bibersee. Den lässt er auch mal aus Versehen sehr leer laufen. Oder leitet halt irgendeinen anderen Fluss in seinen Tümpel rein, wo er ihn auch nicht haben möchte. Und dann beginnen Fehler zu passieren. Wenn das halt wirklich gigantische Ausmaße annimmt, der vom Biber beeinflusste Lebensraum. Das ist aber hier bei uns zu Lande jetzt noch bisher kaum vorgekommen. Dafür gibt es einfach noch zu wenig Biber, noch. Aber vielleicht in 10, 20 Jahren ist eventuell sowas zu beobachten. Der Biber ist sehr genügsam bei der Wahl seines Lebensraumes. Im Grunde eignet sich alles als Biber-Lebensraum. Es ist auch nicht so wichtig, dass da jetzt nie ein Mensch vorbeikommt und so weiter, weil er kann sich ja in seiner Burg wunderbar verstecken, da hat er keinen Stress. Da kannst du so viel dran vorbeirennen und Lärm machen und Rambazamba, wie du möchtest. Das kratzt den Biber in seiner Burg überhaupt nicht. Und dann kommt er halt nachts raus, wenn die Leute weg sind. Beziehungsweise im Sommer, das ist die beste Zeit, um den Biber zu beobachten, hat man auch ab grob 16, 17 Uhr eine Chance, eventuell schon einen Biber, wenn man wirklich ganz viel Glück hat, schon einen Biber zu sehen. Sonst ab 18, 19 Uhr kommt er so standardmäßig raus, einfach weil die Nacht ist zu kurz. Er braucht aber eine gewisse Zeit, um eben auf Nahrungssuche zu gehen. Und deswegen muss er im Sommer auch rauskommen, wenn es noch hell ist. Hat er einfach keine andere Wahl. Was gut macht, die Möglichkeit halt eben erhöht, mal einen Biber zu sehen zu bekommen. Ne? Aber er ist schon sehr, sehr scheu. Wenn er tagsüber unterwegs ist, dann versucht er schon nicht gesehen zu werden. Und beim kleinsten Anzeichen von, oh, da ist jemand, dann haut er auch wieder ab ins Wasser und macht halt, was ein Biber immer tut, wenn er sich in Gefahr fühlt, nämlich blub, 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 blub. Und dann ist er weg. Er kann bis zu 20 Minuten tauchen. Man muss also eine Weile warten, bis der dann wieder auftaucht. Und der taucht nicht an derselben Stelle auf. Das heißt, keine Chance. Wenn der Biber abgetaucht ist, dann kannst du weitergehen. Den wirst du nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ja, das so im Wesentlichen. Ergänzen möchte ich noch, der Biber ist nicht nur an Schwimmen angepasst und gleichzeitig noch laufen können, sondern er hat auch wirklich eine ausgeprägte Grabmuskulatur. Er mag ja kleine Hände haben, aber die sind wirklich mit speziellen Knochen versehen. Also da gibt es eine spezielle Art der Knochenverbindung, muss man jetzt auch nicht weiter ausführen, die Hände besonders stabil macht. Die Krallen, die er hat, sind auch sehr, 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 sehr stark. Also das sind ausgesprochene Grabekrallen, ne? Keine Katzekralle, so ratsch, um Beute zu fangen, sondern wirklich ausgesprochene Grabekrallen und enorm viel Armmuskulatur weiter hinten, auch im Schulterbereich, mit der diese Grabebewegung, diese hier, wirklich mit einer enormen Kraft ausführen kann. Sogar so kräftig, dass er selbst unter Wasser graben kann. Die sind einfach nur übel, diese Biber. Ich finde das wirklich faszinierend, was die Anpassung dieses Tier an seinen Lebensraum hat. Thema Fortpflanzung. Biber sind streng monogam und leben in Einehe. Soll heißen, die heiraten einmal und dann ist gut. Und dann bleibt das auch dabei. Wobei es nicht ganz so krass ist wie zum Beispiel beim Schwan. Wenn da der eine Partner stirbt, dann hast du irgendwo einen einsamen Schwan rumstehen, der keine weitere Beziehung mehr eingehen kann und dann halt so lange einsam sein Dasein fristet. Im Regelfall zumindest, bis er dann halt das zeitliche Weg segnet und so ein Schwan wird alt. Ne? Wir haben zum Beispiel bei uns am Schlossteich schon seit mindestens 10 Jahren einen einsamen Schwan. Der ist der King of the Teich, aber es bleibt einer. Ne? Da kommt kein zweiter dazu, keine Chance. Die leben auch in wirklich strikter Monogamie, selbst wenn der Partner stirbt. Das ist beim Biber nicht ganz so krass. Da ist zwar auch strikte Monogamie, von Biber-Seitensprüngen hat man noch nie was gehört. Dafür sind sie auch viel zu territorial, verteidigen ihre Revier wirklich massiv. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ja, ansonsten ein Biberpärchen, zwei Generationen Jungtiere. Also bis zu zwei Generationen, wenn die zweite Generation schon geboren ist. Die Jungen von diesem Jahr und die Jungen vom letzten Jahr. Wobei die älteren Geschwister, die eben halt schon ein bisschen älter sind, auch so eine gewisse Nanny-Funktion teilweise innehaben. Biber leben also immer im Familienverband zusammen. Und wenn sie dann zwei und ein bisschen werden, die Jungtiere, dann wandern sie ab. Ist genug Platz da, wandern sie in die unmittelbare Nachbarschaft, also nehmen sofort das nächste Revier. Gar nicht weit weg, außerhalb des eben mit Bibergeil markierten Bereichs des Elternpaares.
und hocken sich sofort in den nächsten Bereich, den sie irgendwie attraktiv finden. Das klappt auch gut, deswegen breitet sich ein Biber da, wo wenig Biber da ist, auch sehr schnell aus. Ne? Weil da sind keine besetzten Reviere vorhanden, dann gibt es auch keinen innerartlichen Konkurrenzdruck. Ist hingegen innerartlicher Konkurrenzdruck gegeben, weil die umliegenden Gebiete alle schon besetzt sind, dann müssen sie eben weit wandern. Das hatte ich ja schon erwähnt und dabei kommen sie dann ums Leben. Und das ist so der Regulationsmechanismus, damit die Biberpopulation eben nicht völlig überhand nimmt. Jo, Paarungen hatten wir schon gesagt. Jungbiber sind tatsächlich schon 400 bis 700 Gramm schwer bei der Geburt. Wie viele das sind, weiß ich jetzt gerade nicht. Steht auch tatsächlich gar nicht in meinem Buch, beziehungsweise ich habe es keine Lust, das rauszusuchen. Werden ein paar sein auf jeden Fall. Und werden bereits mit Fell und mit offenen Augen geboren. Oder das können sie da dann schon aufmachen. Ob sie das dann immer tun, ist eine andere Frage. Aber sind dann auch sehr putzig, so ein Babybiber, wie ich finde. Sie bleiben aber noch so circa 4 Wochen im Bau, werden da eben entsprechend gesäugt, machen so die ersten Gehversuche, die ersten Tapsversuche, können von Anfang an direkt schwimmen. Tauchen hingegen müssen sie erst lernen. Also das muss ihnen von den Eltern beigebracht werden. Und man hat da auch schon Kameras in der Burg drapiert, mit denen man wunderbar sehen kann, wie dann die Frau Biber versucht, ihren Nachwuchs eben entsprechend ins und unters Wasser zu scheuchen, damit sie halt eben entsprechend lernen, wie man taucht. Also das sind tolle Aufnahmen, die man da zum Teil finden kann. Ich habe sie natürlich jetzt alle nicht hier drin, da haben wir keine Rechte daran. Sonst noch was zur Reproduktion? Ich glaube, das ist im Wesentlichen das Wesentliche. Ja, dann Territorialverhalten hatte ich ja gerade noch angesprochen. Biber verteidigen ihr Revier vehement gegen andere Biber. Also auch sehr aggressiv. Es kommt dann zu Beißereien unter den jeweiligen Bibern, die schon mit entsprechenden Verletzungen enden können, was schlicht und ergreifend daran liegt, ein Biber beißt mit einem Baumfellinstrument. Ne? Das ist ja klar, dass das unter Umständen durchaus zu großen Verletzungen führen kann. Die versuchen sich nicht unbedingt aktiv umzubringen, aber jetzt kommt nämlich der Punkt, wo langsam der Einfluss des Menschen dem Biber abseits der Bejagung und abseits der aktiven Nachstellung zum Verhängnis werden kann und mit der größte Problemfaktor für die Wiederansiedlung von neuen Biberpopulationen heutzutage, auch wenn er jetzt geschützt ist, darstellt. Denn wenn der Biber jetzt bei Revierkämpfen eine Wunde davon trägt, was durchaus normal ist, aber leider in dreckigen Gewässer unterwegs ist, dann entzündet sich das, dann kann das entsprechend schlimme Entzündungen auch geben und daran geht er dann zugrunde. Das heißt, Revierkämpfe enden mehr oder weniger meistens auch für beide Beteiligten tödlich, weil meistens beide Beteiligten irgendeinen kleinen Kratzer davontragen. Und so kann natürlich auf die Dauer eine Biberpopulation sich nicht wirklich eben entsprechend etablieren. Also sprich irgendwelchen Dreck im Wasser, Keime im Wasser, einfach schlechte Wasserqualität, dann funktioniert es auch mit dem Biber nicht. Daher kann man ökologisch gesehen auch sagen, wenn eine Biberpopulation sich relativ problemlos ausbreitet, dann muss die Wasserqualität auch mindestens gut bis sehr gut eben entsprechend sein. Heißt, wenn es irgendwo einen Biber gibt, das ist auch für Survival-Zwecke interessant, Trinkwasser. Vielleicht wird man ein bisschen Probleme haben mit dem Wasser, vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber letztendlich sollte nach einer gewissen Eingewöhnungszeit und Anpassung der eigenen, also menschlichen in diesem Fall jetzt, Darmflora, kann ein Biber nur in Trinkwasser wirklich eine stabile Population aufbauen. Alles andere würde auf die Dauer zum Tod vom Biber führen. Das nächste Problem übrigens auch in Dreckwasser, Zivilisationswasser, Abwasser und solche Späße ist, wenn da irgendwelche Seifenstoffe, Detergenzien und ähnliches drin sind, dann funktioniert beim Biber seine Einfettung der Haare nicht mehr. Dann wird die Wirkung vom Bibergeil quasi aufgehoben. Und der Biber weicht durch beim Schwimmen. Das ist erstmal im ersten Moment nicht so schlimm, dann kann er trotzdem noch schwimmen und er kommt auch trotzdem noch von A nach B, aber er hockt dann halt nass in seiner Burg, bis auf die Knochen durchgeweicht. Und im Winter kann das schon massiv kalt werden draußen, wie wir wissen, und da so ein Biber weder Winterschlaf noch Winterruhe noch sonst irgendwas hält, ist er darauf angewiesen, dass A, seine Burg gut isoliert ist. Meistens haben wir Temperaturen, wenn draußen -5, -6, -7 ist, ist in der Biberburg noch immer noch 3 Grad oder sowas. Also die ist schon wirklich richtig, richtig gut isoliert. Da liegt der Biber auch großen Wert. Trotzdem verliert er einen Haufen Körperfett
und trotzdem ist der Winter immer relativ kritisch. Oft geht er im Winter auch gar nicht aus dem Bau und lebt nur von Vorräten, also sprich Zweigen, die er sich da in seine Wohnhöhle noch reingezogen hat, durch den Eingang eben entsprechend, hat sich dann da Vorräte angelegt, zehrt auch von körperinternen Fettreserven, die er übrigens im Schwanz speichern kann. Der Schwanz ist also mal abgesehen davon, dass er halt eben als Ruder, Bauinstrument und Antrieb fungiert, ist er auch noch eine Fettreservespeicherung. Ne? Aber wenn er halt zu sehr nass wird, wenn er nicht ins Wasser gehen kann und trocken bleibt dabei, dann macht das jedem Biber im Laufe eines halbwegs harten Winters dann auch wieder den Gar aus. Insbesondere die Biberjungen haben dann keine Chance und das ist ja auch nicht im Sinn des Erfinders. Soll heißen, Standortsansprüche von Biber, super gering, solange die Wasserqualität stimmt und es Wälder bzw. einen vernünftigen, pflanzenreichen Lebensraum in unmittelbarer Gewässernähe gibt. Aber alles andere ist dem Biber mehr oder weniger egal. Wenn man jetzt den Biber allerdings noch zusätzlich fördern möchte, dann kann man an Wehren und sonstigen Dingen, wo der Biber nicht durchkommt, auch zum Schutz dieser Anlagen, weil sonst gräbt er sich nämlich durch oder beißt sich durch, wie wir in der eingangs erzählten Geschichte von dieser Schleuse schon gehört haben, da macht es dann durchaus Sinn, Bibertreppen zu errichten oder irgendwelche Hilfsmittelchen, dass der Biber an Land einfach drumherum gehen kann, wenn da ein Hindernis in irgendwelchen Fließgewässern ist. Das gilt ja insbesondere dann für die migrierenden Jungbiber von 2 Jahren, die einen neuen Lebensraum suchen, weil sie halt bei ihren Eltern jetzt rausgeschmissen worden sind, damit die dann ungestört wandern können. Ist im Sinne desjenigen, der bei dem der Biber vorbeikommt, weil wenn der möchte, dann nagt er euch alles kaputt oder unterbuddelt euer Haus oder legt euren Keller mit eine Pfütze in euren Keller oder sonst wie. Ne? Also der Biber kann schon, wenn man den ärgert. Macht er natürlich nicht absichtlich, aber er kann es trotzdem. Das ist schon, legt euch nicht mit dem Biber an. Ganz, ganz wichtig. Ja, der Biber ist natürlich auch ein Politikum. Und das wird jetzt das Letzte sein, worüber ich noch sprechen möchte. Dann sind wir, glaube ich, weitestgehend durch. Weil, wenn man es dann schafft und bei sich in der Region etabliert sich wieder eine vernünftige Biberpopulation, dann muss man halt damit leben, dass diese Biberpopulation einfach Platz braucht. Weil du halt pro Biberfamilie, die nehmen sich den Lebensraum, den sie halt eben brauchen, um sich und ihre Nachkommen eben entsprechend ernähren zu können. Und die Nachkommen dieser Nachkommen brauchen das auch wieder und so weiter. Und wenn die Wasserqualität gut ist, geht die Ausbreitung schnell. Und das sieht man in Bayern. Und deswegen wird seit Beginn meines Studiums bereits diskutiert. Und bisher ist es immer noch nicht dazu gekommen, ob man den Biber nicht wirklich aktiv bejagen lässt. Also ob man ihn regulär ins Jagdrecht aufnimmt und ihm auch eine Jagdzeit zuweist, wo der Biber halt eben entsprechend offen ist. Es gibt Biberbeauftragte, ne? In Bayern, ich glaube es sind 2 oder 3 bayernweit als Biberbeauftragte zuständig. Es gibt so ein paar ehrenamtliche Biberinformationsmenschen, die halt gelernt haben, wie das mit dem Biber funktioniert und dann als erste Instanz mal irgendwo hingehen, wenn es Ärger mit dem Biber gibt und die Leute beruhigen und theoretisch auch Gelder zuweisen, um halt irgendwelche Schäden zu bezahlen. Da ist also schon ein bisschen Kohle vorhanden aus irgendeinem Topf, mit der Biberschäden bezahlt werden sollen. Aber wenn das nicht hilft, dann kann ein Biber eben auch entnommen werden. Und das muss momentan, das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, geht das nur mit Sondergenehmigung und dann nur von bestimmten Fachmännern, die das nur auf eine bestimmte Art und Weise dann eben durchführen. Und bei den Biberzahlen, die teilweise in Bayern jetzt wieder herrschen, wäre aber Bejagung wirklich eine Überlegung wert. Ne? Das Problem ist ja, wir haben halt nun mal eine Kulturlandschaft und keine Urnatur mehr. Und ein bisschen Biber stellt da wirklich eine große, große Bereicherung dar, auch um die Biodiversität generell der flussnahen Lebensräume zu erhöhen. Und das ist alles ganz, ganz toll. Ich bin wirklich ein Riesenfan vom Biber. Aber um den Biber langfristig wirklich gesichert etablieren zu können, müssen wir auch einfach aus politischen Gründen, meiner Meinung nach,
zu verhindern, versuchen, dass die Schäden, die vom Biber verursacht werden, nicht allzu groß werden. Und das bedeutet, dass man die Biberpopulation auf einer gewissen Größe wohl leider wird halten müssen, die nicht so hoch ist, wie das der ein oder andere Naturfreund gerne hätte. Das ist bitter und das ist auch nicht schön, aber ich befürchte, langfristig wird da kein Weg dran vorbeiführen. So, jedenfalls der Sohn oder die Tochter, das weiß ich nicht mehr, von einem dieser bayerischen Biberbeauftragten hat mit mir studiert, beziehungsweise ganz in der Nähe studiert. Wir hatten nicht wirklich viel miteinander zu tun, ne, die entsprechende Person. Aber jedenfalls durch diese Person habe ich die Geschichte gehört, dass es bei denen an Weihnachten nicht etwa eine Gans gibt, sondern ein Biber für die ganze Familie. Weil wenn hin und wieder mal ein Biber entnommen werden muss, irgendwo muss der ja hin, ja, und bevor man den jetzt auf den Sondermüll schmeißt oder sonst was damit anstellt, dann kann man den auch essen. Und tatsächlich soll Biber wohl wirklich gar nicht so schlecht schmecken, ne? Also als, um genau zu sein, sogar ziemlich lecker sein. Also als Survival-Futter, so ein Biber, oh, da kann man schon drüber nachdenken, ne? Für Menschen ist Biberjagd leider dahingehend ziemlich einfach, dass so ein Biberbau einen Belüftungsschacht hat. Ja? Und wenn man diesen Belüftungsschacht nicht nur zumacht, sondern da auch noch was Qualmendes reinschmeißt, sofern man ihn dann findet, das ist die große Schwierigkeit. Den musst du erstmal finden. Das ist wirklich nicht einfach. Aber wenn du ihn findest, dann hast du eine relativ einfache Möglichkeit, eine Biberburg quasi leer zu räumen, indem du dann halt da eben was Brennendes reinschmeißt oder sonst wie. Dann wird der Biber seine Burg nämlich verlassen müssen. Ob man damit den Biber dann gleich gefangen bekommt, ist nochmal eine andere Frage. Jetzt könnte man versuchen, unterseeisch am Eingang irgendwie eine Schlinge zu verwenden oder sonst irgendwelchen Unsinn anzustellen. Und wir sprechen hier jetzt wirklich von irgendwelchen Notsituationen, in denen man unbedingt was jagen muss. Ne? Nicht, dass das irgendjemand jetzt wirklich machen soll. Außer, keine Ahnung, was da für eine Notsituation sein soll. Ihr seid in Kanada mit dem Flugzeug abgestürzt und habt es aus irgendwelchen Gründen überlebt und findet jetzt nichts Besseres zu essen als ein Biber. Dann könnte man über sowas eventuell nachdenken. Ich wollte es ja nur der Vollständigkeit halber mal erwähnt haben. Ja, aber Biber, wirklich ein schlimmes in Anführungszeichen Politikum. Längst nicht mit der Größe der Wolfsdiskussion vergleichbar. Ne? Ob der Wolf denn nun gut ist oder nicht. Oder ob der jetzt hier sein muss oder nicht. Aber von den Auswirkungen tatsächlicher Art und dem Einfluss, den ein Wiederansiedeln des Bibers im großen Maßstab auf die deutsche Landschaft hat, ist der Biber mit dem Wolf durchaus vergleichbar. Durchaus. Genau genommen ist der Biber vielleicht sogar noch prägender, im Positiven vor allen Dingen, weil er halt als einziges anderes einheimisches Tier neben uns aktiv seinen Lebensraum gestaltet, quasi Terraforming betreibt und ich finde, das macht ihn irgendwie schon sympathisch und es macht ihn auch zu einem schönen Beispiel, weil er trotz der Tatsache, dass er seinen eigenen Lebensraum aktiv gestaltet und verändert, diesen nicht gleichzeitig so sehr ausbeutet, dass er ihn zerstört. Ja? Ein Biber kann über viele Generationen hinweg, oder zumindest können Biber, also mehrere Generationen von Bibern, wirklich über einen langen Zeitraum am selben Ort leben, mit geringfügigen Umstellungen ihrer Seenlandschaftsstruktur und hier und da mal ein paar Umbaumaßnahmen an den jeweiligen Dämmen, ohne dass diese Landschaft wirklich geschädigt werden würde. Ja? Biber können das, wir nicht. Wir nicht. Wenn wir irgendwo lange Zeit leben, dann schädigen wir diese Landschaft und verbrauchen die Ressourcen in einer nicht nachhaltigen Art und Weise. Und ich finde, da kann man viel vom Biber lernen in dieser Hinsicht. Und er ist sowieso cool. Ja. Ich glaube, mehr habe ich nicht zu sagen. Also wünsche ich jedenfalls viel Freude beim Biberbeobachten, falls euch das mal gelingt, falls ihr das vorhabt. Wenn nicht, beim Biber Spuren beobachten, beim Biber Burgen checken. Das macht alles sehr viel Spaß und Biber Hochburgen in Deutschland sind einmal ja tatsächlich die großen Flüsse, die Randbereiche, die Auen der großen Flüsse und das andere Bayern. So, und damit bin ich jetzt aber raus und wünsche einen schönen was auch immer und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.